Liebe Kinder, liebe Familien, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Frühlingsfamiliengottesdienst. Den hat wieder der Oberlin-Kindergarten mitgestaltet. Und sowohl die Erzieher und Erzieherinnen als auch die Kinder haben sich ganz viel Mühe gegeben, um diesen Gottesdienst mitzugestalten. Wir werden eine Geschichte hören von einer Raupe und einigen kritischen Fragen an diese Raupe. Wir werden Musik hören, Frühlingsmusik und andere Lieder, die ebenfalls Kinder hier in der Kirche eingespielt haben. Und wir werden zu Gott beten und uns fragen, was diese Geschichte wohl mit Gott zu tun hat. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. War einmal eine wunderschöne Raupe. Die kroch im Garten mal hierhin, mal dahin und sagte, was aus mir noch einmal werden wird. Was aus mir noch einmal werden wird. Und dann kroch sie weiter an das andere Ende des Gartens, kroch hierhin, kroch dahin und sagte, was aus mir noch einmal werden wird. Was aus mir noch einmal werden wird. Und sie kam in die Nähe des großen, dicken Kohlkopfs. Und der hörte, wie sie gerade wieder sagte, was aus mir noch einmal werden wird. Was aus mir noch einmal werden wird. Und der Kohlkopf sagte sehr von oben herab, wie es die Art eines Kohlkopfes ist. Na, was denn? Na, was denn? Aber die kleine Raupe kroch weiter. Kroch hierhin, kroch dahin und hierhin und sagte, dass es alle hören konnten, was aus mir noch einmal werden wird. Was aus mir noch einmal werden wird. Kam sie in die Nähe eines Stachelbeerstrauches. Der hatte das auch gehört und er sagte denselben Satz, aber er sagte ihn spitz, wie es die Art eines Stachelbeerstrauches ist. Na, was denn? Na, was denn? Aber die kleine Raupe war schon wieder weitergekrochen. Sie kroch hierhin,
Sie kroch dahin und sagte, dass es alle hören konnten, was aus mir noch einmal werden wird. Was aus mir noch einmal werden wird. Da kam die Raupe in die Nähe des Radieschens. Und das sagte denselben Satz wie der Kohlkopf und der Stachelbeerstrauch auch. Aber es sprach den Satz lieb und sanft, wie es die Art eines Radieschens ist. Na, was denn? Na, was denn? Da kroch die kleine Raupe in die Nähe des Gartenzauns und legte sich ganz still in die Sonne. Nach einer Weile fing sie an, sich ein Bettchen zu machen und sich in das Bettchen einzuwickeln. Einzuspinnen, einzuwickeln, einzuspinnen, einzuwickeln, bis es nicht mehr zu sehen war. Als das der große, dicke Kohlkopf sah, sagte er, sehr von oben herab, wie es seine Art ist. Nun ist es aus mit ihr. Nun ist es aus mit ihr. Der Stachelbeerstrauch sah auf, wie sie so dalag, still, unbeweglich, wie tot. Und da sagte auch der Stachelbeerstrauch denselben Satz. Aber er sagte ihn spitz, wie es seine Art ist. Nun ist es aus mit ihr. Nun ist es aus mit ihr. Und auch das Radieschen. Sah die Raupe da liegen, eingewickelt, still, wie tot. Da sagte auch das Radieschen denselben Satz, aber es sagte ihn mild und sanft, wie es die Art eines Radieschens ist. Nun ist es aus mit ihr. Nun ist es aus mit ihr. Aber es war gar nicht aus mit der Raupe. Nach ein paar Tagen da ruckte und zuckte es und heraus kam ein wunderschöner Schmetterling. Und er flog hin und her, hin und her. Und er sagte, kennt ihr mich nicht mehr? Kennt ihr mich nicht mehr? Da musste der große, dicke Kohlkopf aber schauen. Und er fragte sehr erstaunt, wer bist du denn? Wer bist du denn? Und der wunderschöne Schmetterling flog hin und her und hin und her und sagte, kennt ihr mich nicht mehr?
Kennt ihr mich nicht mehr? Da musste auch der Stachelbeerstrauch nach oben schauen. Und er sagte auch denselben Satz, aber er sagte ihn spitz, wie es die Art eines Stachelbeerstrauches ist. Wer bist du denn? Wer bist denn du? Und der wunderschöne Schmetterling flog hin und her und hin und her und sagte, kennt ihr mich nicht mehr? Kennt ihr mich nicht mehr? Und das Radieschen sagte denselben Satz, aber lieb und sanft, wie es die Art eines Radieschens ist. Wer bist du denn? Wer bist denn du denn? Da kam der Schmetterling und setzte sich zu dem Radieschen und machte die Flügel auf und zu, auf und zu. Ich war einmal eine kleine Raupe und jetzt bin ich verwandelt und ein wunderschöner Schmetterling. Aber er hatte es nicht leise genug gesagt, denn der große, dicke Kohlkopf sagte sehr von oben herab. Warum hast du das denn nicht vorher gesagt? Warum hast du das denn nicht vorher gesagt? Und auch der Stachelbeerstrauch sagte spitz denselben Satz. Warum hast du das denn nicht vorher gesagt? Warum hast du denn das nicht vorher gesagt? Nur das Radieschen. Das Radieschen sagte nichts, weil es ja schon alles wusste. Na, habt ihr die Melodie eben erkannt, die die Trompete uns gespielt hat? Bestimmt kennen einige die Geschichte. Und vielleicht fragt ihr euch, war das jetzt Zufall, dass dieses Lied hier im Gottesdienst ist? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Das singt Balu der Bär und der kleine Mogli, der bei den Wölfen aufwächst, der sitzt auf seinem Bauch und genießt die Zeit. Was hat nun Balu der Bär? Was hat das Lied, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit unserer schönen Raupen- und Schmetterlingsgeschichte zu tun? Ich glaube, dass der Stachelbeerstrauch und der große Kohlkopf und all die anderen keine Geduld hatten. Die haben die Raupe angeschaut und haben gesagt, was soll aus dir mal werden? So wie du jetzt bist, das wird nichts mit dir. Und als die Raupe sich dann verpuppt hat, haben sie wieder gedacht, was macht die denn? Sie hatten nicht die Geduld. Und deswegen habe ich dieses Lied für diesen Gottesdienst ausgesucht. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Denn ich glaube, dass denen, die so kritisch auf die Raupe geschaut haben, die Geduld gefehlt hat. Das Radieschen war ein bisschen klüger. Das hat gesagt, warte mal ab. Es war freundlicher, es war geduldiger. Es konnte sich vorstellen, dass sich da etwas verändert. In der Bibel in Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wer spottet, der denkt schlecht über andere Menschen. Der verurteilt andere Menschen,
Der lacht über andere Menschen. Was bist du denn? Oder was soll aus dir nur werden? Aber Gott schaut weiter. Der sagt, setz dich nicht dahin, wo die Spötter sitzen. Denk nicht schlecht über andere, sondern warte einmal ab. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Setz dich hin und warte, was entsteht. Und mit Geduld wurde aus der kleinen Raupe, aus der verpuppten Raupe, ein wunderschöner Schmetterling. Ein Schmetterling so schön, dass die ganzen anderen staunten. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Nein, jetzt hatten sie nichts mehr zu spotten, sondern zu staunen. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich glaube, das sollten wir uns auch manchmal zu Herzen nehmen. Abzuwarten, dass das, was uns heute unverständlich ist, sich vielleicht verändert. Dass das, was heute noch nicht funktioniert, sich vielleicht noch entwickeln wird. Das gilt für unsere Kinder, das gilt aber auch für Menschen, mit denen wir es schwer haben. Nicht dort zu sitzen, wo die Spötter sitzen, nicht dort zu sein, wo geurteilt wird, sondern mit etwas Ruhe Dinge sich auch entwickeln lassen. Ich glaube, das ist das für das menschliche Miteinander sehr wichtig. Und ja, ich weiß, dass wir Erwachsenen und auch wir Kinder im Moment in einer Zeit leben, wo die Ungeduld in uns scharrt. Und das kann ich verstehen, mir geht's nämlich genauso. Aber wir sollten nicht anfangen zu urteilen. Nicht so zu werden, wie in unserer schönen Geschichte, die ganzen Pflanzen, die über die Raupe einfach schlecht denken. Balu, der Bär, behält bei allem seinen Humor. Er pfeift auch in der schwierigsten Situation. Diesen Humor, diese Leichtigkeiten mitten in einer schweren Zeit, die wünsche ich euch Kindern, die wünsche ich uns als Familien und die wünsche ich unserer gesamten Gesellschaft. Ich wünsche uns, dass wir nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen, nicht dort, wo geurteilt wird, sondern dort, wo man weitergeht, Schritt für Schritt, mutig immer weiter, so wie Balu der Bär und so wie Mowgli. Einer Zeit entgegen, die wir uns erträumen, einer Zeit entgegen, die wir erhoffen, aber die im Moment eben einfach noch nicht da ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die Geduld und den Humor und ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Amen. Wir halten Fürbitte. Guter Gott, manchmal sind wir wie der Stachelbeerstrauch. Pieksig und abweisend. Wir lassen die Menschen nicht an uns heran, sondern wir lehnen sie ab und stoßen sie mit unseren Stacheln aus Wörtern und Gesten von uns. Guter Gott, wir bitten dich, lass uns weich werden. Lass uns weich werden und unsere Stacheln zurücknehmen. Lass uns Menschen näher kommen können, damit wir sie wirklich sehen und erkennen können. Wir bitten dich für alle Menschen, die für uns wie ein Stachelbeerstrauch sind, von denen wir uns abgelehnt fühlen. Lass uns an ihrer Härte und ihrer Stacheligkeit keine Verletzungen davontragen. Guter Gott, manchmal sind wir so behäbig wie der Kohlkopf.
Wir haben in uns eingerichtet, in dem, was wir schon immer für gut oder für falsch gehalten haben, in unseren Routinen und in unserem Alltag. Und doch sind wir im letzten Jahr aus unserem Alltag herausgerissen worden. Doch ich spüre, dass man sich auch in einem neuen Alltag irgendwie wieder einrichtet. Guter Gott, befreie uns aus dieser Behäbigkeit. Lass uns andere Menschen immer wieder neu anschauen und in ihnen die Chance erkennen, sich zu etwas ganz anderem zu entwickeln. Wir bitten dich, befreie uns aus unserer Behäbigkeit, dass auch wir uns entwickeln und erneuern können. Guter Gott, das Radieschen ist anders. Es redet zwar auch die Worte der anderen nach, aber sagt es ruhiger, stiller, nachdenklicher. Und gerade darum ist es in der Lage, etwas zu erkennen, was die anderen nicht erkennen können. Guter Gott, lass uns manchmal Stille innehalten, damit wir die neuen Wege entdecken können und damit wir anderen eine Chance geben können. Lass uns in unseren Urteilen zurückhaltend werden und lass uns immer offen bleiben dafür, dass Menschen uns überraschen können. Lass uns nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Lass uns nicht dort sein, wo man über andere Menschen persönlich urteilt. Wir müssen unsere Gesellschaft verändern, aber das können wir nur, wenn wir persönliche Feindschaften außen vor lassen. Nur dann, wenn wir still werden und miteinander neue Wege erkunden. Guter Gott, die Sonne scheint, die Sonne wärmt, die Sonne schenkt Leben. Ich kenne Menschen, die für mich in meinem Leben waren wie die Sonne. In dem Moment, als ich innerlich gefroren habe, sind sie gekommen und haben mich gewärmt. Mit guten Worten und mit Gesten, mit Zuversicht, die ich in dem Moment selber nicht hatte. Guter Gott, wir bitten dich, schenke uns Menschen, die uns Wärme und Zuversicht geben, gerade dann, wenn wir in der Kälte sitzen. Wir bitten dich, lass uns selber zu wärmenden und fürsorglichen Menschen werden, die anderen Mut machen, die an andere glauben, die mehr sehen als das, was heute ist. Guter Gott, wir brauchen die Wärme und wir können Wärme geben. Lass uns beides erleben. Mit den Worten Jesu beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, an diesem Wort getroffen. Glaube mir, ich bin bei dir. Und nun geht mit Gottes Segen in die kommende Zeit. Gott segne dich und er behüte dich. Er schenke dir Chancen, dich zu verändern. Er schenke dir Geduld und Humor. Gott segne jeden deiner Schritte und er begleite dich durch die Dunkelheiten und durch die Freuden deines Lebens. So segne und behüte Gott dich auf allen deinen Wegen. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.